Glück auf, meine Kumpel und Malocha, und herzlich willkommen zur Analyse zum Frankfurt-Spiel. Ja, hat ein bisschen gedauert, ich werde jetzt aber trotzdem noch veröffentlichen und es gibt natürlich auch den Vorbericht direkt. Ist halt eine englische Woche, ist nicht so viel Zeit da und ich hatte auch persönlich nicht so viel Zeit. Deswegen jetzt noch das Video dazwischen geschoben, denn wir wollen ja auch die Reihe weiter fortführen. Und ich würde aber sagen, ja, jetzt ist schon ein bisschen der Dampf raus und wir schauen gerade aufs nächste Spiel. Deswegen ganz kurz und flott meine Meinung zum Spiel. Ich war sehr enttäuscht, dass wir da wieder so eine Defensivleistung der Mannschaft gesehen haben und dass das scheinbar der Matchplan gewesen ist. Ich fand es gut, dass wieder die jungen Spieler ran durften und ich fand, die haben das auch relativ gut gemacht. Ich denke, dieser Matchplan mit dieser defensiven Ausrichtung, der eigentlich gegen Frankfurt gar nicht mal so verkehrt ist, ist aber definitiv falsch gewesen, weil wir selbst mit dieser defensiven Ausrichtung zuletzt so viele negative Erlebnisse hatten, keinen Erfolg damit hatten und die Spieler ja da auch nicht sicher sind, sich nicht so wohlfühlen. Man merkt es, dass die da keinen Zugriff kriegen, nicht in die Zweikämpfe reinkommen und dann kann man dieses System dann auch nicht spielen. Habe ich nicht verstanden, wieso man das gewählt hat. Ansonsten fand ich die Aufstellung gar nicht mal so verkehrt. Ich habe mir ja gewünscht, dass man den Miranda rausholt. Hat leider nicht funktioniert. Matondo und Rahman habe ich mir auch in die Startelf gewünscht. Sind auch beide erstmal von der Bank gekommen. Kann natürlich auch an Frische gelegen haben, an ja, konditionellen Problemen. Die kamen ja beide aus einer Verletzung. Aber ansonsten bin ich halt wirklich sehr enttäuscht, dass wir so eine defensive Ausrichtung wieder gesehen haben. Und ich finde es halt sehr schade, dass man aus den Fehlern nicht lernt. Man hat es ja gegen Leverkusen gesehen, wie die Mannschaft spielen kann, wenn die mal offensiven, mutigen Fußball spielt, wenn die einfach drauf attackieren kann. Wenn man die jungen Spieler mal von alleine lässt, dann kann man sehen, wohin das führt. Und so hat man sich halt wieder selbst beschränkt, wieder selbst der Offensive beraubt, wieder selbst sich beraubt, vorne den Gegner unter Druck zu setzen, in die Zweikämpfe reinzukommen. Und dadurch hat man halt mehr oder weniger auf den Gegentreffer gewartet. Der ist dann auch gekommen. Dann kam sogar ein Zweiter in der zweiten Halbzeit. Wobei ich sagen muss, die zweite Halbzeit war dann schon etwas besser, sind dann leider in Rückstand geraten, haben aber auch direkt ausgleichen können durch McKennie. Und da hat man gesehen, dass die Mannschaft wieder wollte, wieder Offensivfußball gespielt hat. Leider hat der Bostogan dann die rote Karte bekommen. Da muss ich aber auch sagen, da vielleicht der Schiedsrichter schuld gewesen, weil ganz im Ernst, da hätte er auch ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen können, den Jungen nochmal verwarnen können. Und das fand ich ein bisschen übertrieben für die zwei Fouls, die ich da gesehen habe. Also ich habe da schon andere Spieler gesehen, die mit dem Ellbogen reingegangen sind, die gar keine Karte bekommen haben, die gar nichts bekommen haben in dem Spiel. Und man sieht es, wenn man zum Beispiel nach Bayern guckt, zum Beispiel so ein Ribéry, der jahrelang einfach Fouls begangen hat, Tätlichkeiten begangen hat und der dann einfach immer auf dem Platz geblieben ist. Oder jetzt zuletzt, glaube ich, war das Davis auch, der da eine Tätlichkeit gemacht hat, wo das einfach nicht so entschieden worden ist. Und man sieht es jetzt bei so einem jungen Spieler wie Bostogan, der noch keine Lobby hat, den kann man auch ganz leicht mal vom Platz stellen. Ich habe auch, wie ich finde, gesehen, so dass der Schiedsrichter den erst gar nicht vom Platz stellen wollte. Dann hat der Bostogan so ein bisschen, ja, sich so ein bisschen gefreut, wollte aus dem Staub gehen. Und auf einmal überlegt er und will eine gelbe Karte ziehen. Vielleicht hat er auch eine Information bekommen. Aber ich finde, das war ein bisschen zu hart für so einen jungen Spieler. Ja, kann man natürlich geben, ist alles regelkonform, aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kannst du den auch noch das Spiel zu Ende spielen lassen, weil der Junge hat zwei Fouls gemacht, also für das erste kriegt er gelb, für das zweite kriegt er gelb, ja. Ja gut, da tun andere Spieler, haben in dem Match wahrscheinlich härtere Fouls begangen oder öfter gefoult und hätten da vielleicht auch die ein oder andere Karte, gelbe Karte mehr kriegen können. Ich fand aber, man hat eigentlich mit 10 Spielern dann auch noch gut gespielt. Hat dann am Ende nicht gereicht und ja, wenn du 2-0 zurückliegst, ist das natürlich schwer. Jetzt wieder ein Spiel, siegloses Spiel, wir kennen es ja. Ich möchte jetzt auch gar nicht die Spieler einzeln bewerten, weil, wie gesagt, ich wollte es ein bisschen kürzer halten. Ich bin mit der Mannschaftsleistung der ersten Halbzeit nicht zufrieden, weil aber auch der taktischen Ausrichtung geschuldet. In der zweiten Hälfte fand ich das schon ein bisschen besser, um auf ein paar Spieler einzugehen. Also Kutucu hat mir jetzt auch nicht so wirklich gefallen im zweiten Spiel in Folge als Startelf-Einsatz und konnte jetzt auch nicht so wirklich viel Druck nach vorne machen, auch nicht die Sprints ansetzen. Liegt aber auch, wie gesagt, an dieser Ausrichtung. Da hätte man
ihm auch einen Gefallen tun können, wenn man so wie gegen Leverkusen agiert hätte. Und Miranda hat mir auch nicht sehr gut gefallen. Also der Spieler, ja, auch sehr schlecht. Ich fand Becker war auch nicht wirklich gut. Und ich würde mir wünschen, wenn man, dass man jetzt vielleicht auf den Schau setzt und Caligiuri wird ja auch zurückkommen für den Boss-Sogan, dass man die zwei Spieler mal reinnimmt. Und ja, aber dazu mehr im Vorbericht. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt mal. Danke, dass du das Video eingeschaltet hast. Gerne das Video abonnieren und die Glocke aktivieren und das Video teilen. Das hilft dem Kanal weiter zu wachsen. Ansonsten gerne auf Social Media folgen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.